Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Haus der tausend Türen. Mir ist gerade eben schon mein Rechner hängen geblieben, deswegen vielleicht versteht ihr meine Nervosität, das Ganze hier zu spielen. Ich habe die 5 Folgen von gestern geschnitten, zusätzlich auch noch, also gerendert haben die auch schon, die laden jetzt gerade hoch. Und zusätzlich auch noch von Dark Angels, die letzten 7 Folgen, glaube ich, habe ich auch gestern Abend allerdings schon noch gemacht, sodass die über Nacht gerendert haben. So, vielleicht war das zu viel bei der Hitze für den Rechner, weil hier sind es im Zimmer locker über 30 Grad, Leute. Okay, gucken wir mal. Hier wollte man Fiji anhängen. Was haben wir denn? Ein Gewicht, eine Axt und die Stäbel. Okay, ich erinnere mich, dass wir das gelesen haben. Das, was? Ich frage mich, wann dieser Truhe ist. Ich muss die Nägel aus dem Deckel ziehen. Kann ich mit der Axt nicht, ne? Manche Äxte haben ja bei der Rückseite so ein... Ich zeige euch gerade 2 Finger, so wie so ein Raptor, wisst ihr? Sodass man die da raushebeln kann. Kennt ihr bestimmt. Aber vielleicht hilft uns auch ein Wimmelbild weiter. Das, was ich gelesen habe, war Beil und ich suche es auch schon. Aber es wird versteckt sein. Ich habe jetzt einfach mal alles angeklickt, ohne zu gucken. Da scheint noch nichts drin zu sein von den Sachen, die wir brauchen. Ein Kamm. Ein Kamm soll relativ obvious jetzt gerade hier rumliegen. Außerdem der Buchstabe L. Eine Garnrolle und eine Kamera. Okay. Ah, die Kamera haben wir hier. Da haben wir die Kahnrolle. Mhm. Tannenzapfen und Horn. Das ist doch ein Horn, oder? Nee, doch nicht. Ach, die meinen Tierhorn, oder? Also, ich meine so eins, was einem Tier am Kopf wächst. So eins, oder? Aber auch das sehe ich gerade nicht, wo wir gerade dabei sind. Hier ist der Tannenzapfen. Oder wie wir es auch nennen, Kienzapfen. Ein Brot. Hier ist ein Brot. Ein Pinsel. Warte mal, den Pinsel habe ich gerade noch gesehen irgendwo. Da. Warte mal, hier konnte ich was machen. Ah, kann ich beiseite schieben. Gut. Die 2, die erinnere ich mich, haben wir hier drin gesehen. Wagenheber, Gartenschere, Buchstabe L. Warte mal. Gartenschere ist hier. Wagenheber, das wäre doch, oder? Brauchen wir immer noch einen Kamm. L, die Sonne ist hier. Ich muss die Zeichnung vervollständigen. Habe ich denn einen Stift oder sowas? Oder hier, die Feder vielleicht? Nee, ah, hier ist ja der Stift. Sehr schön. So. Ah, hier ist die Knarre auch. Beil, L und ein Kamm. Kann ich nicht beiseite schieben? Auch nicht. Kann ich auch alles nicht wegschieben. Hier ist Kamm. Ah, hier ist der Kamm. Ein Beil und ein L. Hier ist ein riesengroßes L, Leute. Aber wo könnte denn jetzt noch ein Beil sein? Oh, dort zum Beispiel. Da bekommt man einen Wagenheber. Gut. Ansonsten ist hier in dem Ding nichts mehr. Oh, wieder so ein Wackelobjekt-Dingsbums. Was mit den Bananas in Pyjamas? Wie komme ich an diese Bananen ran? Wir werfen die Axt. Nee. Anscheinend nicht. Wir haben auch nichts, um die Kiste zu öffnen. Wir haben auch keine Edelsteine für die Elefanten. Wo geht's denn da hin? Hier brauchen wir noch ein Gewicht. Warte mal, erstmal hier gucken. Harz. Mhm. Das sieht irgendwie nicht so aus, als wäre hier Zuck drauf, oder? Hier ist noch ein Anker, den können wir... Nur ein Trottel würde über diese Brücke laufen, ohne sie vorher zu reparieren. Mhm. Hier.
Brauchen wir noch eins, wie es aussieht, oder? Ja, anscheinend schon. Ansonsten ist hier auch gerade nichts zu klickern. Gut. Die Gewichte sind mal los. Wir haben eine Axt. Dann mal, kann ich den Baum einfach fällen? Nee. Wäre aber auch eine einfache Lösung gewesen. So, wir müssen irgendwas brutzeln. Ein Wagenheber. Hier, Wagenheber für den Kollegen. Ne? Mhm. Ah, die Blume für den Raum. Eine Schüssel, keine Ahnung, was damit ist. Ich brauche ein Wörterbuch. Aha. Verehrter Herr Gabriel, meine Suche war nicht erfolgreich. Die antike Stadt liegt in Trümmern und Diebe haben alle ihre Schätze geraubt. Ich bezweifle, dass es hier noch etwas von Wert gibt. Obwohl ich mehrere Objekte gefunden habe, die weitere Studien rechtfertigen, ich habe sie im Haus versteckt, damit niemand anders sie verwenden kann. Ah, das sind die Symbole, die müssen wir uns merken. Aber dafür brauchen wir sowieso, also hier drüben die, meine ich. Dafür brauchen wir sowieso erstmal diesen Schalter noch. Und wir brauchen hier eine Fackel. Gut, dann lass uns erstmal kurz rausgehen. Denn hier können wir jetzt das Blümchen einsetzen. Um die Tür zu öffnen, musst du die Blumen in einer speziellen Reihenfolge anklicken. Wenn du auf die nächste Blume in der Reihenfolge klickst, dann öffnet sich diese. Wenn du auf eine falsche Blume klickst, musst du von vorne anfangen. Ah, okay, ich schnall's. Okay. Hier ist so eine Schnabulierblume. Die Pflanze lässt mich nicht vorbei. Sie muss wohl hungrig sein. Muss man der ein lecker Gericht machen. Ah, die Taste brauchen wir, genau. Ein Topf. Honig. Die Pflanze lässt mich nicht vorbei. Achso, ja, das ist nochmal der gleiche Text. Auch wenn ich den Honig anklicke, gut. Okay, hier oben liegt auch noch irgendwas. Aber was auch immer es ist, ich kann das alles gerade nicht haben, weil sie ein bisschen beißwütig ist. Gut. Aber ist nicht schlimm, denn wir haben jetzt... Okay, ich wollte bloß gucken, ob die da bleiben. Ich habe gedacht, ich kann hier vielleicht eine Fackel oder so mitnehmen, aber ich kann nicht an den hier ran... Was war da oben nochmal? Ach, nur das. Okay. Ich weiß nicht, was ich mit den ganzen Töpfen und Schüsseln soll. Na gut. Machen wir mal das Offensichtliche weiter. Nämlich das hier. Taste rein. So. Stelle die richtige Reihenfolge von Symbolen ein. Klicke auf die Pfeile, um die Symbole zu verändern. Die richtige Reihenfolge hast du bereits an einem anderen Ort gesehen. Kann ich da... Ja, genau. Also, halbes Auge, Fischis und ein Rad. Wie?
Ah, das Auge war andersrum. Okay. Dann Männeln, Rad und Fischies. Mhm. Und das letzte ist ein Rad, ein Männel und... keine Ahnung, ein Dreibein. Das... nee, hier jetzt noch ein zweiter, ne? Genau. Jetzt haben wir noch ein Gewicht, was wir später brauchen. Wer ist das? Und warum wurde er in dieser Wand eingekerkert und im Sterben zurückgelassen? Niemand wird das wohl je erfahren. Einst lebte hier ein alter Mann, der alle Tiere schnitzen konnte, die hier einst lebten. Er machte sogar Flöten aus den Zweigen der Palmen. Sie klangen wie Paradiesvögel. Ach, das war's. Okay, ich dachte, ich kann hier mehr Story mitnehmen. Okay. Gut. Dann gehen wir mal zur Brücke. Ja, glaube ich, dass das aktuell das Sinnvollste ist. Hm. Enterhaken. Können wir mal probieren, ob wir die Bananen damit runterkriegen, aber... nee. Gut. Dann... was ist das? Ach, das ist wieder so ein Gegenstand-Dingens. Dann rüber mit uns, hä? Okay, hier kam schon jemand an die Bananen ran. Bananenschalen. Es sieht so aus, als hätten die Affen hier eine Party veranstaltet. Das kann sein. Das sieht aus wie ein Holzstiel in einer Fackel. Warum kann ich das nicht haben? Ah, okay, deswegen. Boah, hier eine Runde baden gehen. Ich muss die Felder rechts überqueren, um den Wasserfall zu erreichen. Also da lang quasi irgendwie. Aber sind die Äffchen hier gerade im Weg, hä? Der Baum... warte. So, was ist mit euch los, Leute? Riesige Felsbrocken blockieren den Eingang. Ich sollte die Affen ablenken und dann die Felsbrocken mit Dynamit wegsprengen. Okay. Oh, hier haben wir schon ein Juwel. Das sieht aus wie ein Mechanismus zum Anhalten der Strömung des Flusses. Kann ich den mit dem Enter haken? Nee. Na, mal gucken. Ich glaube, da kommen wir jetzt gerade noch nicht weiter. Ich denke mal, der Blaue muss den kriegen. Passiert aber erstmal noch nichts. Huch. Dann denke ich, sollen wir hier am Feuerchen... kann ich hier nicht gebrauchen? Ich dachte, ich muss sie anzünden. Aber hier brauche ich sie doch. Wo soll ich denn dann die Fackel anzünden? Hm. Muss ich dir in irgendein anderes Feuer geben? Hier? Hm. Da auch nicht. Ein Topf und eine Schüssel. Muss ich das kombinieren irgendwie? Nee. Aber wir haben doch hier nirgendwo mehr. Der glüht ja nur noch.
Ich glaube, ich muss gar nicht mehr so weit zurückgehen. Das sollte ich nicht tun. Hier brauchen wir das Wörterbuch. Aber du willst doch... Dort unten könnte was Interessantes sein. Ich muss eine Lichtquelle finden und nachsehen. Okay. Warum tue ich das? Aha. Fackel mit Harz. Aha. Brennende Fackel. Okay. Ich war mir nicht bewusst, dass man das mit Harz macht. Okay. Eine brennende Laterne. Ich glaube, die Laterne ist das hier. Brauchen wir wahrscheinlich ein Feuerzeug oder sowas. Diamant, Hebel, Tasse, Korken. Hier ist Diamant, ne? Löwe, Trichter, Teekanne. Okay, ich würde erstmal sagen, hier unten gerade nichts. Mal da. Das Gift, ne? Ja. Ein Korkenzieher wäre hilfreich. Was bist du denn? So Zahnpasta oder so? Weiß ich gerade noch nicht. Den Stein. Da haben wir eine Teekanne. Ah, da war auch der Trichter. Okay. Eine Tasse. Hier ist der Korkenzieher, warum auch immer wir das Gift hier haben wollen, wollen wir auch gar nicht aktuell. Wie mir scheint. Die Brille hat er hier auf. Ah, den Korken brauchen wir. So. Radieschen, Hebel, Feder, Blatt. Eine 5 und ein Pilz. Radieschen. Hebel? Anscheinend kein Hebel. Eine Feder. Hier ist was zum Anzünden. Da haben wir die Laterne. Oh, die Tasse ist... Ah, ist das Kleber? Ah, ich dachte, das ist Zahnpasta. Gut. Pistole haben wir hier. Feder von den Flügeln? Nee. Wo ist denn... Ist das der Pilz? Nee. War hier unten noch was? Wartet mal. Hier ist noch eine Patrone oder so. 5? 4? Tatsächlich. Ein Hebel. Das ist kein Hebel, ne? Das ist ein Hebel. Gut. Federblatt und Pilz. Ja, hier ist das Blatt. Ich habe gerade noch ein Blatt Papier im Kopf gehabt. Eine Feder und einen Pilz brauchen wir jetzt noch. Und die beiden müssen offensichtbar sein. Das ist auch keine Feder, ne? Hier ist der Pilz. Mensch, so ein kleiner. Ist das die Feder? Oh, ich habe noch eine Vogelfeder gesucht. Naja. Ein Hebel. Keine Ahnung wofür. Aber liebe Leute... Wenn ich auf die Uhr schaue, dann gehen wir wieder schnurstracks auf die 20 Minuten zu. Und ich habe euch ja gerade erzählt, oder am Anfang der Folge zumindest, dass mein Rechner gerade schon wieder hängen geblieben ist. Deswegen bin ich in leichter Unruhe die ganze Zeit und möchte hier keine Zeit und kein vorgespieltes Dings verlieren. Besonders, weil wir auch nur einen Spielstand hier haben können und das Ganze nicht mehr gespeichert wäre. Also dann, liebe Leute,
Wir machen eine Aufnahmepause genau bei 20 Minuten oder ein Stückchen später, wie auch immer. Und wir sehen uns übermorgen wieder in der nächsten Folge. Also bis dann. Tschüss.